Hallo Menschen, und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufnahmesession von Bioshock. Ich habe gerade mal eine, ja, so circa 10 bis 15 Minuten Pause gemacht, habe mich mal ein bisschen umgeschaut und Leute, ich bin blind, wie die Sau. Hier kommen wir nicht weiter. Deswegen geht es hier weiter, weil hier daneben die Aufzugschaltersteuerung ist. Herr Gottsack. So. So, dann wollen wir mal. Alter. So. So. Nehmen. Nehmen. Und Messingrohr nehmen. So. Super. So, jetzt ist auch endlich der Aufzug da. Dann los. Also, wie gesagt, ich war da echt blind. Und ich habe mich da einfach nur zu Tode aufgeregt. So, wunderbar. Okay, nix. Pharaos Fortune Casino. We play for keeps. Okay. Bedtime Surprise. Sehr schön, jetzt sind wir genau da, wo wir sein sollten. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Oha. Kartoffelchips. Arschloch, lass mich hier raus! Wow. Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben, Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Alter, der ist doch krank. So. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Gut, finde Coens Meisterwerk. Da werde ich gleich mal schauen. Erstmal werde ich mich doch hier umsehen. Alter, aber der Typ ist doch krank. Nur weil ihm irgendwas nicht passt. Und dann hier Sprengstoff. Halt. Was ist hier? Okay. Heilige Scheiße. Ah, nein! Alter! So, hier haben wir ein Safe. Okay, da lässt sich anscheinend easy going hacken, aber ich will es nicht zu laut verschreien. Wah! Wah! Okay. Austauschen. Komm, eine senkrechte noch. Junge, Junge, Junge. So. Tschetschenischer Wodka. Zwei Geschütze, die auf meiner Seite sind. Gut, jetzt kommen wir auch hier raus. Wir aber erstmal schauen. Okay. Dann hier noch. Okay. Zirkus der Werte. Ach du Scheiße, okay. Mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte.
Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Gut. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Okay, Cones Meisterwerk einmal benutzen. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Wow, was ein Angebot. Gut, wir haben jetzt eine neue Waffe, eine Armbrust. Oh. Okay. Okay, Poseidon Blaser, Poseidon Blaser. Verdammt nochmal, wo war nochmal der Poseidon Blaser? War das nicht hier irgendwo unten? Fleet Hall? Wieder aufgestanden. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Gestatte, dass ich den Vorhang öffne. Danke, danke, danke. So, nochmal. Gestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seht mein Gesicht? Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellen und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. So, er hat mich gerade mal ganz kurz gemutet. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Also, Diane McClintock. Ja, also... Oh, da brauche ich Feuerblasmid. So. Tja, das liegt nicht an dir. Es liegt an Steinman. Ich kann deinen Atem sehen. What the hell? So, hier werde ich oft mit Feuer rumspielen müssen. Der Eismann kommt. Wer meint das? Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner! Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach so zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunder Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ja, also Rapture ist ja ganz beliebt.
Die Leute sind auch komplett normal und schwer in Ordnung. So, was gibt es hier? Nichts. Aber da hinten! Wow. So. Oha. What the? Alter. Houdinis Bleiser, verdammte Kacke. So. Hier haben wir Armbrust. Verbandskasten. Autohacker. Was zum... Der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Alter! Junge, Junge, Junge. Zwei Enzymproben, die kann ich gut gebrauchen. Komm, die mache ich mal lieber so platt. Komm, komm, ich hab dich. Wow. Dreck. Habe ich ja komplett übersehen. Und dass es ein Nitro-Splicer war, wusste ich auch nicht. So eine Scheiße. Alter. So, dann hacken wir das doch mal wieder, wenn ich mal hier gescheite Bauteile bekomme. Jawohl. Eine senkrechte, bitte. Und eine waagerechte. Perfekt. Fertig. So, da hat 15 Dollar. Ein Autohacker. So, kaputt. Alter. So. Ey, komm. Das war erfrischend. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Der Typ hat echt einen an der Meiße. Martin Finnegan, Frozenfield. Lasse der Gegner mit dem Frostfield in der Kälte stehen. Genbank einlagern. So, was gibt es hier sonst noch? Oh, Kacke. Mülleimer. So, gibt es hier sonst noch was? Ich mache erstmal das Foto, bevor ich dann weitergehe. So, bitte lächeln. So. Na, Alter!
Alter! Alles nehmen, was geht. Dann gucke ich noch, was es hier alles so gibt. Oha. Abbrechen. Zirkus der Werte. Alter, das sind alles so... So, den kann ich ja wenigstens noch hacken. So. Jawohl. So. Dann brauche ich eine waagerechte, genau. Senkrecht, senkrecht. Und perfekt. Fertig. So. U-Invent. Hacken. So. Okay. Ja. So, perfekt. Fertig. So, schauen wir mal. Ich könnte jetzt Fallenbolzen, ionisches Gel, Explosivschrot. Komm, Blutdurst wollte ich doch haben. Dieb kommt weg. Panzer, Fallenbolzen, ionisches Gel. Panzerbrechende MG-Patron, Antiperson. Komm, Explosivschrot. So. Mal gucken, wo ich jetzt hier bin. Geschlossen. Hier liegt eine Maske. Was? Spinnaclear Spirits. Wow, 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 wow. Geh in the window. Ach, hör auf. Much is the dog. Geh in the window. Ach, Mensch. Das Lied ist super. Also dafür könnte man echt Bioshock lieben. Ich habe ja noch die ganzen Soundtracks von Bioshock ebenfalls dazu. Und die sind echt super, trotz dass es so alte Musik ist. Einfach nur so simpel, aber die sind echt... Wow! Ich weiß jetzt nicht mehr von wem das ist, aber das Lied heißt How Much is the Doggy in the Window. So. The Window. Ach, schön. Ach, hör auf. So. Much is the dog in the window. So, besoffen. Was? Schalter. So. Registrierungskasse. Merlet. So, was gibt's hier sonst noch? Merlet. Merlet. Und schon wieder betrunken. Hey, das gibt's doch echt nicht. So, hört's jetzt mal auf. So. Ja, 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 schon gut. So, geh ich mal hier weiter. Huch. Alter. Richtiger Weinkeller hier. So, Power to the People. Schadensteigerung, MG-Schadensteigerung. Oh, Sekunde, ganz kurz. So, musste gerade husten. Boah, ein Glück, dass ich mich hier jetzt auch muten kann. So, Pistolen-Schadensteigerung, MG-Schadensteigerung, Schrotflinten-Schadensteigerung, Schadensimmunität, was genau, und ich... Chemo-Editionsverbrauch des Chemowerfers.